Meine Damen und Herren, gerade in unsicheren Zeiten müssen wir über einen gemeinsamen Weg in die Zukunft sprechen. Genau. Klar ist, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zentral für verlässliche, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung und ist auch geopolitisch geboten, wie uns durch den russischen Überfall auf die Ukraine nur allzu schmerzlich klar geworden ist. Wir müssen uns unabhängiger machen von Energieimporten. Beide Themen führen zum gleichen Ergebnis. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Die Runde ist sich einig. Erstens, dass die Beschleunigung von Planung und Genehmigung höchste Priorität hat. Hier ist die Politik gefragt, einen verlässlichen Rahmen zu setzen. Zweitens, dass wir mehr Produktionskapazitäten bei Wind- und Solarenergie in Deutschland und in der EU brauchen und auch für den Wärmebereich. Energy made in Europe ist nötig. Drittens, dass unser Land beste Voraussetzungen hat, Vorreiter und Innovationstreiber zu werden für wesentliche Zukunftstechnologien der Energiewende. Viertens, dass wir mehr junge Menschen für Berufe begeistern müssen, die bei uns die Energiewende unterstützen.